Darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer zum SG-Index-Checker Mittag, präsentiert von der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und wir wollen uns heute den Fuzi 100 aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Die nächste vertane Chance aus Sicht der Käufer, so muss man es formulieren, vor einigen Tagen. Sie werden sich erinnern, der Index hatte die Chance, eine kurzfristige Bodenbildung zu aktivieren. Ähm, Widerstände lagen bei 7529 und 7560, das Hoch wurde markiert bei 7556, seither geht es wieder deutlich abwärts. Die engere der beiden Stoppmarken auf der Longseite ist schon ausgelöst. Und äh, warum nehme ich den Index heute mit? Weil er jetzt meiner Ansicht nach die letzte Chance aufweist, für die Käufer nochmal das Ruder herumzureißen. Wir haben den EMA 200 im Tageschart erreicht. Und prallen von dort aus zumindest intraday ab. Wir haben die horizontale Unterstützungszone um 7,370 bis 7,385 erreicht und das dritte Element ist das 618 Retracement hier über den Anstieg von 7,233 auf 7,555. Dieses Retracement liegt bei 7357 Punkten und das Tagestief war zwei Punkte darüber. Also ich denke, da muss man nicht lange um den heißen Brei herumreden. Jetzt oder nie aus Sicht der Käufer. Es muss was zur Oberseite kommen. Ansonsten sehen wir uns aller Voraussicht nach innerhalb weniger Tage schnell wieder am Tief bei 7233. Das sind folglich Situationen, die man mit Hilfe der Chartanalyse herausarbeiten kann, die für Antizykliker interessant sind. Man könnte beispielsweise die Tageskerze abwarten. Je länger der Schatten zur Unterseite ist, je mehr sich der Basiswert vom Tagestief zur Oberseite löst, desto besser ist dann die Ausgangslage, nochmal eine Erholungssequenz zu absolvieren. Schließen wir im Bereich der Tagestiefs oder sogar noch darunter. Dann denke ich, ist die Messe für die Käufer erstmal gelesen. Dann wird es wahrscheinlicher, dass wir eher sowas sehen. Abwärtssequenz, Erholung und dann zweite Abwärtssequenz. Wir können auch mal schauen, inwieweit der Index die Abwärtsstrecke korrigiert hat. Und in dem Fall lagen wir im FUTSI 100 an am 12.2. schon deutlich über dem 61.8. Retracement, also diese Steilvorlage konnten die Käufer nicht nutzen. Also dreifach Cluster, dreifach Unterstützung im Chart erreicht, ob das ausreicht wird man sehen müssen. Schauen wir uns das Ganze im 4-Stunden-Chart an. Also das Ganze jetzt etwas reingezoomt, aber denke ich immer noch gut erkennbar, gerade jetzt auch bei an es gehapert hat zuletzt. Wir hatten auch diese potenzielle Bodenstruktur angesprochen, allerdings verlief ja die Nackenlinie schräg und das hat nicht funktioniert, sich von dieser zu lösen, geschweige denn über die 7,560. Seither dieser Abverkauf 7400 als Unterstützung wahrgenommen, mehrfach ist jetzt auch durch heute Intraday und da sehen Sie auch nochmals 61,8. Also die Abwärtssequenz seit diesem Hoch ist natürlich intakt. Wir müssten jetzt zumindest mal im 4-Stunden-Chart über die 7,473 ansteigen. Da verläuft auch noch eine Abwärtstrendvariante. Dann könnte der Index sich wieder in Richtung 7,560 aufmachen. Wichtig aus Sicht der Käufer, dass das Tagestief hält. Darunter könnte man prozyklisch auch shorten, meiner Ansicht nach. Beispielsweise mit einem Stopp dann über 7,560 oder über dem letzten Zwischenhoch hier in Richtung 7,233. Oberhalb von 7,560 werden dann wieder 7,630 diese Widerstandszone und äh, das Hoch bei 7,689 dann potenzielle Ziele. Also, ganz wichtige Marke erreicht Intraday. Bislang leichte Gegenwehr der Käufer, aber noch nichts Überzeugendes. Das muss man dann vor allen Dingen auch zum Schlusskurs neu bewerten. Wollte Ihnen aber den Index schon mal auch in Vorbereitung vielleicht für Trades Vorstellen, wenn Sie etwas handeln möchten auf den Leitindex aus Großbritannien, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht. Mit der WKN ST7, 6 UQ, ein Turbo Endless Call. Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 6.642 Punkten, der Hebel bei 9,6. Und die Short-Variante mit der WKN ST1 NSK, ein Turbo Endless Put. Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 8.193 Punkten, der Hebel auch hier um die 9. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind beim nächsten SG Next Check am Mittag. Machen Sie es gut. Tschüss.